Es war ein köstliches Essen, das unser Nachtmit wieder hergezaubert hat. Ja, er ist in der Küche genau am richtigen Platz. Das Gurihuhn. Einfach ein Gedicht. Mir hat der Fisch überaus zugesagt. So, mein Sultan, das sind die Früchte. Oh, Feige. Genau das Tüpfchen für mich. So schöne grosse habe ich noch gar nie gesehen. Greif zu, Amarza. Danke, ich mag nicht mehr. Die schmecken herrlich. Ein Träumli. Darf ich mich erkundigen, wie es geschmeckt hat, mein Sultan? Ich hoffe. Was ist? Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, alles war gut, aber. Schau dich doch einmal im Spiegel an. Oh, Allah. Allah, was habe ich dir da, dass du mich so strafst? Vielleicht hat er die lange Nase vom vielen Schmöcken. Die langen, grossen Ohren, weil er überall hörchelt. Grausam. Ja! Aber Zuleika, Oh, Vati, du auch? Was? Ja, der Grossvisier auch? Piala, das ist ja... Ein Seuch, ein ansteckende Krankheit. Oh, Sultan, wir können ja nicht mehr unter die Leute. Von so einer Krankheit habe ich noch gar nie gehört. Ich habe mal in einem alten Buch gelesen, wenn man böse Gedanken hat oder andere Leute hineinlegt, dass einem dann lange Nasen und grosse Ohren wachsen. Und die werden wir dann fast nicht mehr los. Oh je! Es muss doch irgendetwas geben, das unsere Heilung bringt. Vielleicht kann man ein Kräutchen nehmen, das das wieder nimmt. Ein Steli oder Wurzelsaft ist gegen die Ohren gut. Ein Pflänzchen mit viel Zauberkraft, das gibt uns wieder Mut. Ein Arzt muss her, aber geschwind, das sind ja lauter Geschwür. Das ist kein Kopf mehr, nein, ein Grind, was kann ich da dafür? Vielleicht hat halt der Marza recht mit dem, was sie uns sagt. Wer von uns denkt, nicht manchmal schlecht, hat niemand eingelegt. Wir werden von jetzt an redlich sein und immer nur gerecht. Oh Allah, hilf uns da dabei im Kampf gegen böse Macht. Schick du uns einen gelehrten Mann, einen, der die Macht versteht, einen,